Bei Riot sind wir überzeugt, dass Vermögensaufbau wichtig ist. Denn wer Vermögen aufbaut, baut zum einen Sicherheit auf und wenn es mehr Vermögen wird, auch Freiheit. Und das halten wir für sehr, sehr wichtig. Jetzt ist Vermögensaufbau doch kompliziert und man kann das besser oder schlechter machen. Bei Riot haben wir dabei immer einen ganz klaren Fokus. Wir konzentrieren uns nur auf die echte Rendite und das ist die Rendite nach Steuern und nach Kosten. Und gerade das Steuerthema ist sehr wichtig, denn Steuern sind der größte Teil der Kosten, die man überhaupt hat. Noch vor Lebensmitteln, Auto, Wohnen. Steuern sind die größte Kostenposition. Und jetzt gibt es Gott sei Dank eine ganz tolle Methode, Steuern zu optimieren. Und das ist über eine GmbH. Die GmbH schafft es, Steuern zu reduzieren und im Prinzip eine Spardose zu sein, über die ich Vermögen aufbauen kann. Doch, ich habe gerade gesagt, es geht uns um die Rendite nach Steuern und nach Kosten. Bei den Kosten ist die GmbH wieder etwas schwieriger, denn die GmbH braucht eine eigene Steuererklärung, ich brauche einen Steuerberater, ein eigenes Bankkonto, IHK und so weiter. Das heißt, leider lohnt sich die GmbH nicht für ganz geringe Vermögen. Gleichzeitig, und das war meine Erfahrung, ich habe meine GmbH seit 2008, kann die GmbH super nervig sein. Und ich habe viele Steuerberater durch. Manche Steuerberater haben mir sehr große Rechnungen gestellt für eine GmbH, die dann, das hat mir wirklich die Laune verdorben. Und meine Mitgründerin Christine und ich haben uns irgendwann überlegt, wir kennen so viele Leute, die eine GmbH haben, um Steuern zu sparen, aber alle sind genervt von der Administration und den laufenden Kosten. Und von schlechten Beratern, also die Frage, die am häufigsten kam, war immer, hast du einen guten Steuerberater für mich? Welche Bank empfiehlst du? Hast du eine Vertragsvorlage? Und irgendwann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Das ist so ein tolles Tool, aber irgendwie jeder versucht, sich das selbst zu lösen. Und dann haben wir gesagt, daraus machen wir ein digitales Produkt. Und da stehen wir heute. Riot hat aktuell zwei Produkte. Zum einen unseren Gründungsservice, der es einfach super easy macht, eine GmbH zu gründen. Da führen wir unsere Kunden durch alle Schritte, die ganz komplex sind. Und der Vorteil ist eben, dass unsere Kunden sich nicht in alles einlesen müssen und selbst verstehen müssen, was sie tun müssen, sondern wir bieten das eben softwarebasiert als Service an. Das Zweite, was sehr entscheidend ist, ist unser Admin-Service. In der GmbH gibt es nämlich ein kleines Problem. Und zwar muss eine ordentliche Buchhaltung gemacht werden. Und eine ordentliche Buchhaltung bedeutet, dass jede einzelne Transaktion verbucht wird. So, jetzt hatte ich immer ein Aktiendepot und habe dann jahrelang meine Aktien- und meine Dividendenbelege dem Steuerberater gegeben. Der Steuerberater hat die einzeln verbucht und hat dann eine sehr große Rechnung gestellt. Und ich habe irgendwann gedacht, gerade für Wertpapiere, also wenn ich Aktien zahle, kann ich bei Veräußerungen von einem sehr niedrigen Steuersatz von 1,5% profitieren bei der GmbH. Aber gleichzeitig war das so ein unglaublicher Buchführungsaufwand, den der Steuerberater immer mit Stundenlohn abgerechnet hat. Und daraufhin haben wir bei Riot eine automatisierte Wertpapierverbuchung entwickelt. Was das eigentlich bedeutet, ist relativ einfach. Wir lesen das Depot aus und kreieren daraus DATEV-Buchungssätze. Also in der Grundidee sehr simpel, mit den ganzen Buchungsregeln tatsächlich im Detail sehr kompliziert. Aber der Vorteil ist, heute haben wir diese Lösung programmiert. Und der große Vorteil dabei ist jetzt, dass du eben hergehen kannst dein Depot verbinden und wir kreieren die DATEV-Buchungssätze. Und beim Admin-Service war uns ganz wichtig, dass wir diesen ganzen administrativen Prozess, Steuererklärung, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Veröffentlichung etc. zum Festpreis anbieten können. Und das eben sehr günstig durch diese Automatisierung. Und wir arbeiten weiter dran, da immer weitere Tools zu finden und das alles zu machen. Und unser großes Ziel ist eben, die GmbH wirklich als steueroptimiertes Produkt anzubieten und weg aus der elitären Beratung zu bringen. Weil bisher ist es so, dass vor allem sehr reiche Leute solche Konstruktionen haben, die eben Steuerberater nach Stunden zahlen, die vielleicht sogar Angestellte haben, die das machen und so weiter. Und uns ist es wichtig, das zu demokratisieren, denn eine GmbH lohnt sich schon ab sechsstelligen Beträgen. Ja, man braucht nicht die eine Million plus oder einen Konzern dahinter, um vernünftig Geld anlegen zu können. Und das ist uns wichtig und dabei helfen wir gerne.
Wenn euch dieses Thema interessiert, dann lade ich euch gerne ein, mehr herauszufinden. Ihr findet auf unserer YouTube-Page einige Videos. Wir veranstalten regelmäßige Webinare. Und ihr könnt auch auf unserer Webseite ride.capital ein Erstgespräch buchen, um einige Fragen zu klären. Wir freuen uns auf euch.